Und auf die Mobbing-Problematik bin ich unter anderem gekommen, dass also sehr, sehr viele Kollegen, unter anderem auch ich, sehr viel Ärger bekommen haben mit der Administration, mit der Kassenärztlichen Vereinigung, Krankenkassen und dergleichen. Und ich habe dann also auch die Feststellung gemacht, ja, irgendwo unterscheiden sich ja Menschen, die im Beruf unterdrückt werden, gar nicht so sehr von uns Medizinern, die also an der Basis arbeiten und dann mit Regressen bedroht werden, wenn sie zu viel Arzneimittel verordnen, wenn sie zu häufig arbeitsunfähig schreiben, zu viele Krankenhauseinweisungen. Es ist ja ein Kontrollsystem unerhörten Ausmaßes. Und ja, auch mit Verfahren wird ja hier vorgegangen gegen die Ärzte, die diese also auch in existenzielle Nöte bringen kann. Und irgendwann ist mir dann also auch aufgegangen, ja hoppla, das ist ja eigentlich das Gleiche wie Mobbing. Nur ist es nicht so, dass einer persönlich angegriffen wird, sondern dass das also doch mehr strukturell aussieht. Natürlich kann es auch von einzelnen Sachbearbeitungen auch nochmal mit verstärkt werden, aber dass die Auswirkungen relativ gleich sind. Also das individuelle Mobbing, die Erniedrigung und die Fremdbestimmung, und die Fremdbestimmung durch die Administration führt letztendlich bei den einzelnen Betroffenen doch auch zu entsprechenden Auffälligkeiten, also jetzt hinsichtlich Stress, hinsichtlich Schlafstörungen, Ärger, Aggression und dergleichen. Und das hat mich also auch bewogen, meine Untersuchung durchzuführen, und zwar bei Kollegen, die also in derartigen Richtgrößenprüfungen, nennt sich deswegen, übermäßige Arzneiverordnung mit drin waren, und das waren also an die 80 Kollegen, und nahezu alle haben also dann den Fragebogen, den ich also angelehnt an den LIPT-Fragebogen erweitert habe auf diese Bedürfnisse der Mediziner oder auf die Gegebenheiten der Mediziner, und da waren also nun tatsächlich nahezu alle, gaben dieselben Symptome an wie bei Mobbing, ja, und ich habe es gerade schon gesagt, mit einmal Angst, Ärger, Depression und Schlafstörung, Neigung zu erhöhtem Substanzmissbrauch und all die Symptome, die man halt bei Mobbingopfern ebenfalls finden kann. Sodass also für mich mittlerweile der Unterschied zwischen der individuellen psychischen Gewalt und der strukturellen psychischen Gewalt nur marginal ist. Fremdbestimmung ist, wenn jemand versucht, mich zu lenken oder zu sagen, was ich zu tun und zu lassen habe. Und diese Fremdbestimmung, die erleben wir ja tagtäglich, also auch in der Ehe. Nur ist das halt eine wechselseitige Fremdbestimmung. Einmal sagt der Mann der Frau, was zu machen ist, einmal sagt die Frau zum Mann, was zu machen ist. Und wenn das so wie in einer Wippe ist und das ausgewogen ist, ist das völlig problemlos. Nur wenn einer permanent dominiert und vorgibt, was der andere zu tun und zu lassen hat, dann ist es auf die Dauer nicht mehr erträglich. Und natürlich gibt es auch Vorgesetztenverhältnisse, wenn das also sachlich geboten ist, also ein Chef, der sachlich ist und dem Untergebenen sagt, das und das ist zu tun, dann ist das ja keine unsachgemäße Fremdbestimmung, sondern ja eine sachgemäße Fremdbestimmung, die macht auch nicht krank. Aber eine unsachgemäße oder eine überzogene Fremdbestimmung. Sie kann sachbezogen sein, aber halt überzogen sein. Ja. Wenn ich also jemand permanent sage, das musst du so und so machen und das musst du so und so machen, und wenn er hergeht und jemand, der einen Brief geschrieben hat, den permanent seine Briefe korrigiert, bis zum geht nicht mehr, es mag ja eine Korrektur ja in einem bestimmten Umfang in Ordnung sein, wenn was aus der Firma rausgeht. Aber man kann damit natürlich auch jemanden triezen und schikanieren. Und das wären also dann diese Fremdbestimmungen. Nicht? Es gibt natürlich auch Fremdbestimmungen aus dem sachlichen Bereich. Also letztendlich ist das auch eine Fremdbestimmung, wenn ich in der Lawine gerate. Oder wenn mich eine Erkrankung überfällt, aber das nicht von Menschen gemacht. Da gibt es keine Schuldigen. Und die sogenannten von Menschen gemachten Fremdbestimmungen noch dazu, wenn sie dann mit psychischer Gewalt einhergehen. Das sind natürlich krankmachende Faktoren. Liebevolle
sachlich überzogene Fremdbestimmungen, die gibt es nicht. Also es ist immer etwas dabei, wo derjenige, der fremdbestimmend wirkt, sein Wollen dem anderen aufdrückt. Aufdrückt, da steckt jetzt schon das Wort Druck mit drin, also Druck durchaus. Wenn sie dann nur zielgerichtet ist, dann ist es natürlich eine psychische Gewalt, wenn aus Versehen mal jemand den anderen drückt zu viel, ja, und sich aber dann wieder zurücknimmt und wenn das dann doch wieder ausgewogen ist, also die Wiege darf auch einmal mehr schaukeln. Ja, eine Absicht also dahinter steht. Und das haben wir ja bei Mobbing, muss man ja davon ausgehen, dass eine Absicht dahinter steckt und an die unbewusste Absicht glaube ich nicht. Also ich denke, es weiß jeder, was er macht mit jemand anderem. Es kommt natürlich schon auf die Intensität an und die Dauer. Also ich denke auch, jemand, der völlig stabil ist, wird nicht in der Lage sein, einen Druck von jemandem auszuhalten, wenn er keine Ausweichmöglichkeiten hat. Und die fehlenden Ausweichmöglichkeiten haben wir ja im Arbeitsleben. Denn wenn ich aus der Arbeitswelt ausscheide, geht ja also auch gleichzeitig die soziale Sicherung den Berg runter. Also ist es zumindest gefährdet. Nicht? Und also von daher gesehen ist man da sehr nahe dran, zu sagen, ja, also das Opfer ist selbst schuld. Da muss man also immer sehr aufpassen, wenn man sagt, ja, also das ist ja nur so ein empfindlicher Mensch und der hält ja gar nichts aus. Ja. Also ich denke, auch ein empfindlicher Mensch, der mit dem er human umgeht und der also sachgerecht und nicht überzogen fremdbestimmt wird, der kann in einer sozialen Gemeinschaft selbstverständlich existieren ohne Probleme. Nur wenn jemand diese Schwäche ausnützt und also vielleicht aufgrund seiner eigenen ja, Minderwertigkeit, also meint, sich erheben zu müssen und den anderen zu dücken oder den anderen also zu schikanieren, das ist von den stärksten Menschen nicht auszuhalten. Irgendwo ist da ein Punkt erreicht. Und das ist ja auch der Punkt, das wird ja dann auch als emotionaler Schmerz empfunden. Nicht? Also wenn Ausgrenzung droht oder Demütigung und diese Dinge, also wenn, wie es halt beim Mobbing der Fall ist, ne? dann wird dieser psychische Schmerz genauso empfunden wie der körperliche Schmerz. Ne? Keine Möglichkeiten gegen diese psychische Gewalt im Rahmen von beruflichem Mobbing etwas zu unternehmen. Und ich gehe davon aus, dass, oder beziehungsweise ich glaube erkannt zu haben, dass hier ein ganz großes Manko besteht, dass also die medizinische, psychiatrische, psychologische Wissenschaft sich also unwahrscheinlich schwer tut, also das Problem zu fassen. Und meine Überlegung war die, dass wenn man die entstehende Erkrankung benennen können sollte. Und benennen heißt also, ich muss diesem Phänomen einen Namen geben, eine Diagnose geben. Und da ist mir die Diagnose Mobbing-Syndrom eingefallen. Ich muss allerdings dazu sagen, dass also der Begriff Mobbing-Syndrom jetzt nicht nur alleine auf meinem Mist gewachsen ist, sondern der ist ja schon auch hin und wieder mal irgendwo erwähnt worden, aber ohne, dass es irgendjemand gab, der dieses Mobbing-Syndrom auch näher beschrieben hätte. Mhm. Und auf dem Boden meiner Erfahrung habe ich also dann letztendlich auch erkannt, dass also der internationale Code der Erkrankungen, dass der also irgendwo diese Erkrankung nicht umfasst. Also bei Belastungsstörungen, da haben wir drei Diagnosen, das ist die akute Belastungsreaktion, das ist die Anpassungsstörung und die posttraumatische Belastungsstörung. Aber Menschen, die noch mitten in der Belastung drinstehen, für diese Menschen gibt es keine Diagnose. Die sind falsch diagnostiziert bei der akuten Belastungsreaktion, die ist definitionsgemäß nach 4 Wochen zu Ende. Und das ist bei Mobbingopfern bzw. der Erkrankung der Mobbingopfer natürlich nicht der Fall. Die posttraumatische Belastungsstörung, die impliziert, dass es eine Belastung ist, die vorüber ist. Das ist also beim Mobbing auch nicht der Fall.
Und die Anpassungsstörung, die halte ich also für fatal, weil erstens mal ist der Begriff schon unmöglich, denn es gibt niemanden, der sich dem Psychoterror bzw. der psychischen Gewalt anpassen könnte. Also ist von daher schon verkehrt und ist natürlich auch deswegen verkehrt, weil die Anpassungsstörung von der Definition her ein geringer Belastungsfaktor und eine extreme medizinische Auswirkung. Und das ist bei Mobbingopfern im Leben nicht der Fall. Also wenn Menschen in Suizid getrieben werden, dann kann man ja nicht mehr von einer Diskrepanz zwischen Belastungsfaktor und den Auswirkungen sprechen. Da fehlt also etwas. Und da kam ich zuerst auf die Idee, also jetzt das Mobbing-Syndrom, das passt da rein. Und bis ich also auch nochmal dahinter gekommen bin, dass es hier noch mehrere Erkrankungen gibt, die also hier mit reinfallen, zum Beispiel die häusliche Gewalt. Das ist ja auch etwas, was ja länger dauert. Und natürlich auch Stalking. Und für diese drei Erkrankungen, also ich denke, es gibt sicherlich noch mehr, ist eigentlich die zutreffende Bezeichnung die sogenannte kumulative traumatische Belastungsstörung. Und die kumulative traumatische Belastungsstörung besagt ja auch, dass sie also noch andauert, zum Zeitpunkt, wenn sich jemand also in Behandlung begibt. Es baut sich also weiter kumulierend auf. Und letztendlich diese kumulierende Wirkung, die ist schon mal beschrieben worden in dem Lehrbuch der Psychotraumatologie, in einem Extrakapitel Mobbing. Wo also gesagt worden ist, dass es sich hier also um eine kumulative Wirkung handelt. Die haben allerdings nicht den Schluss gezogen, in diesem Buch das dann als kumulative traumatische Belastungsstörung zu bezeichnen. Das war dann der Teil, wo ich denke, dass also ich den mitgeprägt habe. Und da würde jetzt also das Mobbing-Syndrom drunter fallen. Und die kumulative traumatische Belastungsstörung als im internationalen Code der Erkrankungen nicht repräsentiert, hat mich also auch dazu bewogen, den Antrag zu stellen, diese kumulative traumatische Belastungsstörung in den ICD-10 aufzunehmen mit den Unterdiagnosen Stalking-Syndrom, Mobbing-Syndrom und häusliches Gewaltsyndrom. Das ist noch am Laufen. Also soweit ist es noch nicht. Und ob das also wirklich letztendlich dazu beitragen kann, dass also hier, wenn die Medizin eine Diagnose festlegt, auch es leichter möglich ist, auf der juristischen Ebene hier zuzugreifen und Mobbing also abzustrafen, sei es als Körperverletzung oder wie auch immer, dann denke ich, wären wir da einen Schritt weiter. Also das waren meine Überlegungen. Ja, das Mobbing-Syndrom ist die durch Mobbing entstandene Erkrankung, die sich letztendlich in vier Stufen aufbauen lässt. Und zwar zunächst ist es ja die akute Belastungsreaktion. Also jeder Mensch, der mit der ersten Mobbinghandlung in Berührung gerät, der hat erstmal eine akute Belastungsreaktion, die dann natürlich innerhalb von ein paar Tagen oder auch vielleicht innerhalb von 2 oder 3 Wochen wieder abklingen kann, wenn nichts weiteres passiert. Und mehrere akute Belastungsreaktionen können ja dann übergehen in die sogenannte kumulative traumatische Belastungsstörung. Das wäre jetzt eigentlich das eigentliche Mobbing-Syndrom. Obwohl ich das jetzt auf der anderen Seite über den ICD jetzt drunter geordnet habe, das Mobbing-Syndrom ist Teil der kumulativen traumatischen Belastungsstörungen, ist es aber vom Syndrom her gesehen eigentlich der Hauptbegriff, ist die kumulative traumatische Belastungsstörung. Und die kann aber übergehen, das Mobbing-Syndrom in der dritten Stufe, übergehen in die posttraumatische Belastungsstörung mit den dort deutlich beschriebenen Symptomen, die man ansonsten bei einem Mobbingopfer nicht bei allen findet, sondern nur bei einem bestimmten Teil. Und in der vierten Stufe konnte es übergehen in die andauernde Belastungsstörung auf dem Boden von entsprechenden Konflikten. Ne? Und da gibt es dann verschiedene Untergruppen wieder, welche die also ins oppositionelle Verhalten abdriften. Dann ist die oppositionelle
Störung oder dann in der depressiven Persönlichkeit oder aber auch zur angstvollen Persönlichkeit. Das sind dann mehr oder weniger diejenigen, die durch Mobbing gebrochen worden sind. Das ist die andauernde Persönlichkeitsveränderung nach einer schweren Belastung, psychischen Belastung.